Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und heute haben wir einen Dodge Ram für euch, wieder mal, den wir höher gelegt haben, den wir breiter gemacht haben mit Kotflügelverbreiterung und Spurplatten. Und das zeige ich euch jetzt mal eben in einem ganz schnellen Überblick. Und zwar ist das das Auto. Ich zeige euch gleich noch, wie das Ganze vorher ausgesehen hat. Wir haben jetzt diese wunderschönen Verbreiterungen hier dran gebaut. Und zwar haben wir die in Wagenfarbe lackiert. Die kommen eigentlich in so einem mattschwarz grundierten Ton. Und die haben wir, wie gesagt, lackiert vorne, hinten und haben die dran gebaut. So sieht es jetzt aus. Was natürlich jetzt noch unschön ist, ist, dass die Reifen jetzt soweit drin stehen. Aber auch das kriegen wir hin. Und zwar machen wir Spurplatten drauf, 38 mm pro Seite. Nicht pro Achse, sondern pro Seite. Das sind 76 mm pro Achse. Und zwar haben wir hier so ein Ding liegen. So sieht die aus. Das ist die Spurplatte. Das ist ein ganz schöner Klopper. Aber die bauen wir gleich da drauf. Das zeige ich euch gleich. Das ganze Vorhaben ist mit TÜV. Das heißt, wir kriegen diese Spurplatten, 38 mm pro Seite, kriegen wir eingetragen und mit TÜV auf diesen Ram. Und das zeige ich euch jetzt. Die Räder sind runter. Das Ganze sieht jetzt so aus. Und wir nehmen die Spurplatten. Nehmen wir jetzt mal eine in der Hand hier. Das ist jetzt mit demontierten Reifen. Diese Fläche hier, das Ganze wird natürlich noch sauber gemacht. Das müssen wir noch einmal sauber schleifen. Zumindest, dass der grobe Dreck runter ist. Und dann nehmen wir die Spurplatte, stecken die da drauf. Das ist relativ einfach. So. Dann werden die alten, das sind die alten Radbolzen hier, die werden festgeschraubt. Und dann haben wir die neuen Radbolzen, das sind die hier, die werden dann übernommen. Und da kommt das Rad drauf. Sieht schon mal genial aus. 38 mm. So, Spurplatten sind drauf, eingetragen ist alles. Dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Und zwar, ich finde es Granate, die Spurplatten sind ja schwarz, habt ihr gesehen. Und zwar ist das jetzt das Ergebnis. Das finde ich, sieht schon geil aus. Wenn wir da reingucken, da drin sehen wir die Spurplatten. Wir hatten den Rest noch schwarz lackiert da drin. Sieht jetzt schöner aus. Hinten genauso. Da sehen wir es. Und steht auch richtig schön bündig im Radkasten. Mal gucken. Und von vorne, wir gehen noch mal eben rum. Dann zeige ich euch das Ganze noch mal von vorne. Also die Kombination Höherlegung, Kotflügelverbreiterung, Spurplatten finde ich genial. Machen wir auch mittlerweile sehr häufig. Also man sieht es auch hier. Steht top Granate im Randkasten. Ach, im Radkasten, nicht im Randkasten. Das sieht wirklich gut aus. Also ich fasse mal zusammen, wir haben 3 Zoll Bodylift, wir haben diese Kotflügelverbreiterung. Die Schrauben sind nur Deko, die haben keine Bewandtnis, nur optische Gründe. Wir haben 38 mm Spurplatten pro Seite, alles TÜV eingetragen, alles Taco. Sieht top aus, so können wir losfahren. Das war unser kurzes Update. Oder unser kurzer Dodge Ram hier. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.